Willkommen zu unserem neuen Format Take Magic to the Streets, einer Serie, in der wir die Effekte, die wir sonst nur auf Auftritten performen, auf die Straße bringen. Das heißt, wir schauen gleich hier durch die Münchner Innenstadt und suchen Leute, mit denen wir diese Effekte vorführen können. Und wir starten heute rein mit einem meiner ersten Kunststücke, was sich über die Jahre unheimlich weiterentwickelt hat, einem Kartentrick in digitaler Form. Wir versuchen, einen Kartentrick zu machen, der möglichst modern ist und digital. Lass eine Karte wie bei einem Smartphone durch Touchen auswählen. Das heißt, das Hergehen, dass irgendeine Karte hier einfach antatschen, wo du sagst, die da, okay. Und du darfst die Karte jetzt, damit es ganz sicher ist, noch einmal unterschreiben. Ja. Perfekt, zeig es auch mal hier rüber. So, was wir jetzt probieren, wir versuchen, die Karte einmal in mein Handy zu bekommen. Zack. Und schau mal nach. Nimm mal das Handy. Erste Seite oder zweite der Apps. Irgendwo müsste sich einmal die Karte befinden. Schau mal hin und her, ja? Irgendwo zwischen den Apps müsste sich die Karte befinden. What the fuck? Das ist mir jetzt ordentlich. Junge! Okay, jetzt einmal deine Karte, oder? Gehabt, oder? Ja. Ja. Was hast du? Dir fehlt die Unterschrift, oder? Ja. Okay, ist ein Problem. Pass auf. Wir tauschen mal, nimm mal die Karten. Nimm die Karte mal unsichtbar raus. Ich gebe die einmal dir. Nimm die Karte mal unsichtbar und falt die mal längs und quer. Einmal falten. Und jetzt musst du die mit so einem kleinen Stoß hier einmal auf das Handy draufschmeißen. Zack, genau. Siehst du? Nein! Oh mein Gott! Die Karte ist einmal angekommen im Handy. Und jetzt muss man natürlich hergehen und kann die Karte aus dem Handy, Achtung, 1, 2, zack! Rausnehmen. Einmal rausnehmen. Du kannst einmal nachschauen. Gerne mal zuschauen. Das ist ein bisschen verwirrt. Ich gebe euch noch einen guten Tipp mit. Und zwar ist ganz üblich, dass, oder was heißt üblich? Also es passiert häufiger, dass im Ausland unterwegs ist, dass einem Geldbeutel und Handys aus den Taschen rausgeklaut werden. Ich habe dieses Handy zum Beispiel, habe ich eine Diebstahlsicherung eingebaut. Das sieht so aus, dass ich hier so eine Handyhülle habe. Kannst du einmal anschauen. Das ist eine Handyhülle mit Diebstahlsicherung. Wenn du dein Handy hier einmal in die Hülle packst und auf 3, Achtung, 1, 2, zack! Verschwindet das Handy aus der Hülle. Wie? Und das Coole ist, pass auf, du kannst dann die U-Bahn verlassen, denn du hast dein Handy dann immer noch hinten in der Tasche. Und damit einem der Geldbeutel nie geklaut wird, gibt es eine andere Methode. Und zwar die Idee ist, du hast in deinem Geldbeutel einen Glücksbringer. Und zwar so eine Glücksbringerkarte. Und die ist einfach für dich. Danke. Und mach mal auf. Und ganz wichtig ist, dass da irgendwas drin ist, was einen persönlichen Bezug hat. Das ist crazy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da muss was drin sein, was sehr persönlich ist. Zum Beispiel eine von dir unterschriebene Spielkarte. Wir haben es einmal bis hierhin zum Viktualienmarkt geschafft und konnten ein paar coole Performances abfilmen. Und ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare euer Feedback. Wir werden das Format jetzt immer wieder verbessern, neue Sachen mit reinnehmen. Also sind wir auch auf eure Ideen gespannt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt magisch.